Hallo Apfeltalker, Apple-Fans und jeder andere, der sich Zeit genommen hat, sich das Video hier anzugucken. Willkommen an unserem virtuellen Lagerfeuer. Wir sind hier bei Helge Bruhn zu Gast und ja, Helge, das sieht hier nicht aus wie irgendwie ein Campingplatz an der Côte d'Azur. Wo sind wir hier? Wir sind hier am Kudamm in Berlin, mitten im Zentrum am Berliner Apple Store. Ein Großstadtdschungel quasi. Und es ist schon ein etwas außergewöhnlicher Platz, um zu campen. Warum bist du hier? Ja, ich bin hier, weil ich auf das neue iPhone 6S und 6S Plus warte, was ich mir für einen Freund holen will. Genau, also die Veröffentlichung vom iPhone, die ist übermorgen, am 25. September. Und Helge ist hier, um unter anderem eben auch das iPhone dann in Empfang zu nehmen. Und Helge, du bist der Erste hier in der Schlange. Ja, genau, ich bin ja der Erste. Ich warte jetzt seit Freitagmorgen 9:30 Uhr, letzten Freitag. Und will halt, wie gesagt, zwei Geräte holen für meinen Freund aus Russland. Du ziehst hier tatsächlich eine ganze Woche durch. Was treibt jemanden dazu, eine ganze Woche vorm Apple Store zu campen? Spaß haben in erster Linie mit Freunden, was unternehmen, Quatsch machen, alles Mögliche, unterhalten über Apple-Produkte. Auch hier im Apple Store, hier kenne ich ja viele schon seit Jahren, mich mit denen unterhalten. Einfach, ja, einfach das Happening, den Event hier genießen. Also du würdest sagen, der eigentliche Grund hier zu sein ist nicht, damit man dann am Freitag als einer der Ersten das Telefon in der Hand halten kann? Nee, schon weil ich, wie gesagt, dieses Jahr gar keins kaufe für mich, sondern nur für einen Freund. Also mir ist ja das Drumherum vorher wesentlich wichtiger als das iPhone selber. Ja, was macht den Reiz aus? Was ist dieses Drumherum? Kannst du da was zu sagen? Ja, wie gesagt, ich habe die meisten Freunde, die meisten Leute, die hier sind, mit denen ich jetzt befreundet inzwischen, die habe ich gut drei Jahren hier vom Store kennengelernt. Ja, seitdem im Laufe der Jahre halt gut befreundet. Und das macht für mich eigentlich mehr am meisten aus. Du sagtest im Laufe der letzten drei Jahre. Das ist also nicht das erste Mal, dass du jetzt hier bist. Das erste Mal war 2011 in Oberhausen. Da war es allerdings sehr chaotisch, weil Einkaufszentrum und so weiter. Und seit knapp drei Jahren jetzt hier in Berlin. Und das ist wesentlich familiärer, wesentlich besser organisiert. Wesentlich besser vom Event her auch, von der Location viel besser. Ja, eigentlich optimal, finde ich. Das dritte Mal hier in Berlin warst du immer an erster Stelle? Nicht immer. Ich war mal Zweiter vor zwei Jahren. Und beim iPad mal mit meinem Freund Phil zusammen. Da war auch Erster, da war ein Tag vorher hier als ich. Da muss ich auch kennengelernt vor zwei Jahren. Letztes Jahr warst du hier. Wann hast du dich da angestellt? Da war ich am Samstag kurz vor 10 war ich hier. Einen Tag später. Wieso ist es dieses Jahr einen Tag früher geworden? Einfach mehr Zeit gehabt? Mehr Zeit gehabt. Ich hatte Freitag Überstunden genommen noch. Da habe ich gesagt, dann fange ich halt Freitag schon an. So, und jetzt übernachtest du hier am Kudamm. Wie sieht so deine Ausrüstung aus? Was hast du alles dabei? Ja, ich habe einen Sitzsack hier, auf dem wir sitzen. Ah, ist auch super. Super bequem, genau, das Bettzeug. Ein Zelt habe ich hier mit einem Luftbett aufgepumpt, wie eine Luftmatratze so ähnlich. Und dann halt Waschzeug, Klamotten zum Wechseln, was man so mit braucht. Ne? Ja, und ihr könnt das noch gar nicht sehen. Ich kann das Ganze mal ein bisschen hier aus der anderen Perspektive filmen. Wir haben, wie gesagt, den Mittwoch vor dem Verkaufsstart und Helge ist nicht der Einzige hier. Hier sind wohl mittlerweile 150, ja, vorhin mal abgezählt. Jetzt sind wir ungefähr 150 Leute hier. Also 150 Leute, die beim Verkaufsstart von einem Telefon da sind. Das ja nicht mal so groß neu ist. Wir wissen alle, wie es aussehen wird. Es hat ein paar technische Aufwertungen gekriegt zum 6 bzw. zum 6 Plus. Aber insofern ist es jetzt nicht die Riesenüberraschung. Was denkst du so über das neue iPhone? Also ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, für mich war es jetzt kein Grund, jetzt schon zu wechseln, weil 4K im Smartphone finde ich nicht schlecht an sich, aber das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich. Bessere Kamera ist natürlich nicht verkehrt, auch die FaceTime-Kamera ist sehr viel besser und mehr RAM, das hat mich schon ein bisschen gereizt, damit man mehr Anwendungen laufen lassen kann, dass es nicht so oft geladen werden muss. Aber das war jetzt noch kein Grund für mich zu wechseln. Ist auch ein bisschen Geld, was das kostet. Ja, nicht zu wenig. Ich versuche das Ganze jetzt hier mal ein bisschen zu filmen, dass man das auch sieht. Denn die meisten von euch kennen ja den Kudamm. Das ist ja schon das Herz von, also eines der Herzen, der beiden Herzen würde ich jetzt mal sagen, von Berlin. Eine der Flaniermeilen für die Berliner, die Einkaufsmeile wahrscheinlich neben der Friedrichstraße jetzt mittlerweile. Hier ist also auch tagsüber richtig was los. Wie reagieren so die Leute auf dich, Helge? Ach, die reagieren fast alle positiv, sagen zwar verrückt oder die wir uns nicht machen, aber fast alle kann man sagen positiv. Und kommst du häufiger in Gespräche hier? Ja, ich habe vorhin mal ein bisschen was mitgekriegt. Sehr häufig, also ich gehe öfter mal rum, also von denen, die hier in der Nähe sitzen, die kennt man jetzt inzwischen schon ganz gut, die sind alle super drauf, alle nett, freundlich.
Auf Englisch spricht man dann, oder mein Freund Valentin übersetzt, der ist ja Russe, kann gut Deutsch. Also man kommt hier mit vielen Leuten in Kontakt, auch gerade was Passanten angeht, aus allen möglichen Ländern. Es macht echt Spaß. Es passt. Erzähl doch mal, wie so ein normaler Tagesablauf für dich hier so aussieht. Jetzt warst du ja ein paar Tage hier. Ja, also ich stehe halt irgendwann so um 8 Uhr meistens auf, gehe dann rüber hier ins Restaurant unten ins Klo, zum Klo, wasche mich da, rasieren gegebenenfalls. Dann hole ich mir ein Frühstück, entweder hier bei Starbucks Kaffee oder halt ein Brötchen vom Bäcker irgendwo hier in der Nähe. Gehe dann einkaufen oder ja, dann unterhalte ich mich mit den Leuten schon oder habe hier mit Passanten, die kommen auf einen zu, fragen einen irgendwelche Sachen. Und ab 10 gehe ich dann meistens in den Apple Store. Dann kann ich da mit Sachen aufladen, Geräte aufladen, Akkus, Vlog schneiden, also solche Geschichten. Ja, mit dem Strom ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Gut, so, du hast ja ein MacBook hier, das MacBook hält hier, ja recht lang. Das hält 8-9 Stunden. Dann habe ich Akku-Packs dabei, 3 Stück mit verschiedenen Milliampere-Zahlen. Komme ich locker über die Nacht oder übers Wochenende. Das ist auch kein Problem. Also. Und wie ist sonst der Support von den Apple-Leuten? Du sagst, du kannst hier wunderbar Strom aufladen und so. Klasse, ich kriege auch hin und wieder Kaffee umsonst oder Brötchen oder Snacks rausgereicht und ähnliches. Also Port ist klasse. Wie gesagt, Strom können wir jetzt nutzen. Ist kein Problem. Und auch sonst, wenn wir Probleme haben in irgendeiner Form, sollen wir uns an die wenden und dann wird es geregelt. Nee, das passt super. Also ja, das ist ja schön. Wir haben bei Apple auch nachgefragt, ob es ein Statement dazu gibt, wie Apple es findet, dass nach wie vor wirklich viele Leute vorm Store campen und auch was Apple dazu sagt, dass die Store-Mitarbeiter hier unterstützen. Apple-typisch gab es natürlich keinen Kommentar, aber letztendlich ist ja auch wichtiger, dass sie was tun und nicht so viel reden. Genau, also die Supporten, die finden das ja auch eigentlich gut, das gehört ja mit dazu, seit Jahren, dass auch gecampt wird und so weiter. Ne? Du sagtest, es wird hier viel auf Englisch gesprochen. Wie setzen sich denn jetzt woher kommen die Waden denn hier dann so? 99% aus Russland, Ukraine und Bulgarien. Also ich habe 4 Deutsche insgesamt hier gesehen bisher, also mich, den Luca, der ist jetzt gerade unterwegs und ganz hinten sind noch 2. Der Rest ist praktisch aus dem Ostblock, weil es da halt keine iPhones gibt, da gibt es keine Apple Stores. Und das iPhone kommt da sehr viel später raus, wahrscheinlich ich glaube November oder so erst. Das heißt, die kriegen natürlich richtig Geld auch dafür dann da drüben in Russland, weil da gibt es sie halt noch nicht zu kaufen. Also die machen das richtig so als Job, so günstig hierher kommen sozusagen, genau. Dann hier halt abhängen, die 2 Telefone mitnehmen. Genau, die meisten machen das so, die hier sitzen. Viele auch selbst, ganz normale Leute, die halt arbeitslos geworden sind und ähnliches, die halt das Geld brauchen. Weil der Rubel ist ja im freien Fall da drüben und die machen damit halt, damit sie wieder runter kommen, ein paar Monate, ein bisschen Geld. Es gibt halt immer noch ein paar sehr reiche Menschen in Russland, in der Ukraine, in Bulgarien, so. Wahrscheinlich auch Weißrussland. Ja, genau, Weißrussen, Russen, Tschetschenen sind da viele auch und Ukrainer. Und die zahlen dann halt nahezu jeden Preis für so ein Gerät. Helge, jetzt sind es noch 2 Tage. Eigentlich schade, dass es schon rum ist. Naja, ich habe noch ein paar Tage dran gehängt. das nächste Release kommt bestimmt nächstes Jahr. Hast du vor, dann auch wieder hier zu sein? Ja, eine Woche werde ich auf jeden Fall wiederkommen, denke ich. Man kann ja häufig lesen und wir hatten das ja bei uns zum Beispiel bei Facebook, als wir angekündigt haben, dass wir uns mit dir unterhalten. Ja. Häufig gibt es ja, also die meisten Antworten, die man da bekommt oder Kommentare, die sind, dass man es nicht verstehen kann. Weil zum einen das Telefon ja schnell kommt. Und das haben wir jetzt geklärt, warum du hier bist. Und klar, bestellen, das weißt du auch, dass das geht. Und die anderen meinen so, ja, wie kann man denn die Zeit haben? Denn wenn man die Zeit hat, dann hat man das Geld nicht. Und wenn man das Geld hat, dann muss man sich sehr verdienen. Ja gut, du hast Urlaub. Einen dritten Weg gefunden. Ja gut, Urlaub werden die anderen auch haben, mal im Jahr, vermute ich jetzt einfach mal. Gut, dann einige fahren nach Malle, ziehen sich da die Rübe zu oder fliegen auf die Malediven für viel Geld. Und ich sage, ich habe mal eine Woche, ich habe ja 5 Wochen Urlaub im Jahr oder 6 sogar. Und eine Woche davon verbringe ich hier. Ist auf jeden Fall günstiger, weil Miete müsst ihr ja hier ja nicht bezahlen. Nee. Umsonst alles. Selbst Essen und Trinken ist zum Teil umsonst. Also von daher. Und du campst auch so ganz gern? Ja, an der Ostsee war ich schon ein paar Mal campen an der Küste. Also ich kenne das. Ich habe auch kein Problem damit. Ah, für mich wäre das ja nichts, aber das ist ja auch nicht mein Problem. Nee. Oder das ist ja auch nicht dein Problem. Nee,
Ja, Helge, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gut, du bist ja eh noch zwei Tage hier. Genau. Wir haben dich dann auch in der Sendung am Freitag. 19 Uhr? Genau, 19 Uhr. Ja. Und ja, bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Euch danke fürs Zuschauen. Schönen Gruß an Michael, ne? Den Riesen. Ja, ist wirklich groß. 2,08 Meter. Größer als ich. Geballte Kompetenz. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.